Ein altes Haus soll umgebaut werden. Vor dieser Aufgabe stehen viele Menschen. Aber Paul Kammerer und seiner Familie hat er sich überlegt, ich möchte dieses Haus nach ästhetischen Gesichtspunkten umbauen. Und nicht nur das. Er wollte auch ein nachhaltiges Haus, seine Eigenenergie produzieren und sich weitestmöglich unabhängig machen. Kann sowas gelingen? Paul Kammerer hat es geschafft und wir zeigen Ihnen, wie das geht. Zu Gast im Studio, Paul Kammerer, hier ist er. Herzlich willkommen bei Leben mit der Energiewende TV. Danke, dass Sie aus Bobingen in Bayern bis nach Berlin gekommen sind. Ganz vorneweg, wenn Sie vorher gewusst hätten, welcher Aufwand das ist, hätten Sie es dann gemacht? Ja, manchmal wäre ich es vielleicht anders angegangen, aber ja. Wie viel Zeit haben Sie aufgewandt, um das alles zu schaffen? Wir haben eine Zeitspanne von ungefähr 2 Jahren gebraucht, zusammen mit dem Architekten, um überhaupt ein Konzept zu entwickeln. Und ich denke, dass bestimmt 1000 Stunden meiner Freizeit in das Projekt mit reingeflossen sind. Wir zeigen Ihnen gleich, wie das Haus vorher, nachher ausgesehen hat. Und wir zeigen in der Sendung auch, wie die einzelnen Schritte waren. Ganz vorneweg noch, was war denn nun wirklich Ihre Ausgangsüberlegung? Sie haben ein Haus geerbt von Ihrer Mutter und haben überlegt, reiße ich es ab, baue ich es neu oder saniere ich das Haus umfassend? Also die Frage war ganz einfach, was macht man mit einem Haus, das man dastehen hat, was aber sowohl aus der Zeit gefallen war, als auch energetisch ein Problemfall war und auch von der Bausubstanz her ein Problemfall war. Und um das Haus zu ertüchtigen, waren von Haus aus relativ viele Arbeiten notwendig. Und je weiter man in die Substanz eingedrungen ist, umso mehr Aufgaben hat man gesehen. Und irgendwann war das Projekt einfach so, dass man gesagt hat, komm, wir machen es zusammen mit dem Architekten und wir machen auch was Vernünftiges draus und dann lass uns die große Karte ziehen. Das alte Haus stammt aus dem Jahr 1985. Und was daraus geworden ist, das zeigen wir Ihnen jetzt. Lassen Sie es mich als schnöder Berliner sagen, ist ja unfassbar, was man aus so einem Eulenkasten
machen kann. Hätten Sie das gedacht, dass so ein ästhetisches, schönes Haus rauskommt? Oder war das in Ihrem geistigen Auge schon dann tatsächlich so da? Also es war der Wunsch schon da, sowas in dieser Art zu haben. Aber es ist auch sehr gut vom Architekten umgesetzt worden, was wir an Forderungen hatten. Und natürlich kam viel von dem Design auch vom Architekten. Und er hat es einfach prima gelöst mit der Aufgabe, auf den Aufmaßen vom alten Haus ein quasi neues Haus zu errichten. Es ist ja auch so unglaublich geschmackvoll geworden. Jetzt lernen Sie gleich meine schlimmste Eigenschaft kennen, nämlich im weitschweifigen Abweichen von dem eigentlichen Thema. Denn, ich muss Ihnen das unbedingt fragen, wollte ich damals schon bei den Dreharbeiten, woher haben Sie eigentlich so einen guten Geschmack? Wo kommt denn der eigentlich her? Denn viele Häuser leiden ja unter unglaublicher Geschmacksverirrung. Bei Ihnen ist das ja alles so unfassbar stimmig. Haben Sie 10 Jahre Ihres Lebens Schöner Wohnzeitung gelesen? Nein, ein bisschen was hat man einfach und viel ist dann auch so, was gefällt einem tatsächlich, wenn man das Händchen dafür hat. Und von einigen ganz schlimmen Sünden hat mich dann zum Glück auch der Architekt wieder abgehalten. Aber Sie haben das ja in einer Tiefe durchdacht und geplant. Haben Sie das vorher sozusagen erstmal im Kopf komplett geplant? Es sind ja wirklich Details genau überlegt worden und gemacht worden. Stand das vorher? Das stand zumindest, als wir es gebaut haben, schon, ja. Und das war auch viel Dialog und viel Arbeit zusammen mit dem Architekten, um eben auch die etwas kleineren Ecken durchzuplanen. Sie waren dort, es gibt wenig, was zufällig entstanden ist in dem Haus. Und das folgt zum einen dem Konzept, wie gestalte ich es? Ich reduziere das Ganze einfach auf wenige Materialien, nicht ich, sondern man reduziert das auf wenige Materialien. Und wenn ich wenig Materialien habe, habe ich schon eine optische Ruhe und auch eine ästhetische Ruhe drin. Und die Farbe und das Leben bringe ich durch leicht wechselbare Gegenstände rein. Und dadurch kriegt man eine Linie rein, die relativ eindeutig, relativ strikt ist, aber die ich doch relativ leicht wieder verändern kann und aufbrechen kann, weil ich da irgendwo einen Farbklecks hinstelle. Sei es ein bunter Sessel, sei es irgendwie ein buntes Bild oder ich stelle mir einfach eine bunte Couch rein. Aber ich meine, es sieht ja nicht so aus wie bei Tine Wittler von RTL, die da mal durchgegangen ist. Sie müssen ja schon so ein Design-Fable gehabt haben. Ja, den habe ich aber schon seit Anbeginn. Jetzt kommt die wichtigste Frage der Sendung. Sie sind ja verheiratet, auch noch mit einer sehr netten Frau. Die war sogar auf der Filmpremiere von Leben mit der Energiewende 5, Leben ohne Energiekosten. Wie einigt man sich denn in einer Ehe auf so einen Geschmack dann auch und auf so eine Ausgestaltung? Ich bin in der glücklichen Situation, dass meine Frau den Geschmack sehr weitgehend teilt. Es gab nur bei ganz wenigen Punkten tatsächliche Diskussionen, wie wird oder was kommt da rein. Also wir ticken schon sehr, sehr ähnlich. Das ist auch ein Grund, warum wir schon so lange zusammen sind und warum wir uns auch gefunden haben. Man sagt ja immer, Geschmack kann man nicht lernen, den hat man. Kann man das so sagen? Leider manchmal ja, wobei man sich helfen lassen kann. Also ich halte mich auch nicht für perfekt. Es ist so, dass man eine Idee hat und dann muss man die halt mit den Personen oder mit der Person, die maßgeblich ist, die auch mit drin leben muss, besprechen. Manchmal gibt es auch professionelle Hilfe in Form von einem Architekten oder Innenarchitekten, aber ja, ein bisschen was muss man schon mitbringen. Jetzt kommt eigentlich der schönste Einspielfilm in der ganzen Sendung, nämlich das Vorher und Nachher, wo das gegenübergestellt ist. Das sind einfach unglaubliche Aufnahmen. Thank you.
Ja, das ist eine unvorstellbare Veränderung, die stattgefunden hat. Ich mache diese Sendung ja eigentlich aus meiner privaten Neugier. Ich hätte folgendes Problem bei Ihrer Konzeption, die Sie da haben. Ich hätte mir das hinterher niemals so vorstellen können. Wenn ich jetzt diese Räume gesehen hätte, wäre in meinem Kopf ja niemals entstanden, das kannst du daraus machen, dass es so aussehen kann. Konnten Sie sich die Alt- und Neubilder, so wie wir sie jetzt im Film gegenübergestellt haben, denn vorher wirklich so vorstellen? Teilweise ja. Teilweise habe ich sehr stark auf unseren Architekten vertraut, der da natürlich sich das viel besser vorstellen kann. Und das letzte Zweifelrisiko habe ich dadurch eliminiert, dass ich es einfach digital mir nachgebaut habe, was der Architekt designt hat. Und dann konnte ich mir das sehr gut vorstellen. Ich muss dazu sagen, Sie sind ITler, Sie kennen sich da ein bisschen aus. Aber es gibt ja so 3D-Haussoftware. Haben Sie auf sowas zurückgegriffen oder haben Sie sich das selbst gebastelt? Nein, ich habe auf sowas zurückgegriffen. Da gibt es Freeware im Internet und mit denen funktioniert das ganz gut. Hm. Handelt es sich in letzter Instanz nicht eigentlich in Wirklichkeit um einen Neubau? In letzter Konsequenz ist so gut wie ein Neubau draus geworden. Wir haben die Grundmauern, also sprich den Keller, einige wenige maßgebliche Teile von den Tragwänden und etwa 2/3 von der Erdgeschossdecke erhalten und das Treppenhaus. Das war es, was noch vom alten Haus übrig ist. Das waren auch im Prinzip die Kernelemente, die energetisch aufwendig sind, aber auch dann finanziell aufwendig sind zum Wiederaufbauen. Und nachdem die Teile gesund waren, die wir erhalten haben, gab es da auch kein Problem. Auch der Statiker war mit der Tragfähigkeit zufrieden und dann hat nichts dagegen gesprochen, die weiter zu verwenden. Also sozusagen Hausrecycling. Wir haben eine kleine Bilderstrecke für Sie vorbereitet. Da kann man sehr gut sehen, wie das Haus auf seine Grundmauern praktisch zurückgeführt worden ist.
würde man sagen, ist nicht viel von übrig geblieben, aber stimmt nicht, weil diese Grundmauern doch ein ganz entscheidender Teil der Substanz des Hauses waren. Wenn man das alles weggenommen hätte, hätte man tatsächlich sehr viel graue Energie investieren müssen, um es komplett neu hinzusetzen. Ja, definitiv. Es ist viel erhalten worden von der alten Bausubstanz und es musste einfach dafür keine neue Energie aufgewendet werden. Warum ist das für Sie eigentlich ein wichtiger Aspekt geworden? Das war einer der Grundaspekte für die Renovierung von dem Gebäude, dass wir, wenn wir schon in den Abmessungen von dem alten Haus bauen, was schon von Haus aus relativ groß war, dass wir dann nicht sehr klein werden und relativ viel Energie auch brauchen werden für den Betrieb von dem Haus. Und auch vor dem Hintergrund von der aktuellen Diskussion rund um Umwelt, rund um Energie, war es für uns wichtig, möglichst wenig Energie jetzt für das Abbrechen eines eigentlich bestehenden Hauses, das nur nicht mehr funktioniert hat, aufzuwenden. Wann sind Sie denn auf den Trichter gekommen? Was ist denn bei Ihnen passiert, dass Sie überhaupt generell so denken? Umwelt ist meiner Frau und mir wichtig, auch die Art und Weise, wie man mit Energie und mit bestehenden Werten umgeht. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein angenehmes und komfortables Leben im Haus wichtig und wir haben versucht, das irgendwie an dieser Stelle übereinander zu legen. Wir wussten auch, dass wir kein Haus haben wollen würden, das nicht mit erneuerbaren Energien betreibbar ist oder das sich selbst auch in wesentlichen Teilen energetisch ernähren kann. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Es ging nicht nur um die Ästhetik beim Umbau und dass man ein schönes Haus haben wollte, sondern ich habe es ja in der Anmoderation gesagt, es sollte auch so nachhaltig wie möglich sein. Da ist der Ansatz genau richtig. Man schaut, dass man die graue Energie, die schon da raus ist, dass man das nicht wieder neu verursacht und dass das Haus eben die Eigenenergie produziert. Energiewende ist ja so allgemein in so einem Thema. Wie haben Sie sich eigentlich über dieses Thema am Laufen gehalten? Wie waren Sie in dem Thema drin, dass Sie sagen konnten, ich weiß, dass auch so ein Haus sich zum großen Teil selber mit Energie versorgen kann? Man muss sich erstmal informieren, welche Techniken gibt es. Klar, man sieht Photovoltaik überall. Klar, man hat von Wärmepumpen gehört, aber wenn sie damit nicht unmittelbar betroffen sind, dann ist das nur so ein Wissen, ja, da gibt's was. Man muss sich anlesen, man muss sich informieren. Es gibt im Internet viele hilfreiche Videoclips oder es gibt auch viel Literatur, die man sich aneignen kann. Manchmal hilft es auch, den entsprechenden Handwerker nochmal genau und intensiv zu fragen. Ich hatte es in einer vorigen Aufzeichnung mit Ihnen schon mal gesagt, viele von unseren Handwerkern und Auftragnehmern hatten dann danach blutige Ohren und blutige Münder, um mir alles zu erklären und meine Fragen zu hören. Aber Sie sind ein ganz lästiger Bauherr, muss man ja sagen. Mit solchen Bauherren will man es ja eigentlich in der Branche nicht zu tun haben. Ne? Der will alles wissen, der fragt, der hat so konkrete Vorstellungen. Ist ja eigentlich nicht so schön für die Branche. Manchmal war es für die Handwerker, glaube ich, sogar ganz gut, dass sie endlich einen Bauherrn hatten, der wusste, was er will. Okay. Und viele waren auch sehr angenehm angetan von unserer Baustelle, auch von dem Projekt, weil es einfach was ist, was man auch in seiner eigenen, in seiner Showlist oder auf seiner Homepage ganz gut zeigen kann. Sie haben eine ganze Menge, wir haben es im Einspielfilm ganz am Anfang gezeigt, wir haben eine gebäudeintegrierte Photovoltaikanlage, wir haben eine Aufdachanlage, wir haben eine Wasserwärmepumpe, wir haben eine kontrollierte Wohnraumlüftung, es ist ja alles sozusagen drin, Hausautomation, wir haben Hauskraftwerke drin, wir haben eine Wallbox drin, die Elektromobilität, das alles ist automatisch in dieses Haus mit reingegangen, es ist komplett elektrifiziert worden. Aber ganz am Anfang gab es bei Ihnen die Überlegung, doch ein bisschen auf fossile Energie zurückzugreifen. Ja, die erste Überlegung war, dass wir eine Brennstoffzelle reinbauen. Brennstoffzelle war dann nach näherer Betrachtung doch wieder raus, weil einfach eine Brennstoffzelle mit fossilen Brennstoffen arbeitet, die ich auch nicht wirklich ersetzen kann durch irgendetwas anderes. Und ich bin weiterhin jemand, der vor Ort CO2 emittiert. Mit Strom habe ich das besser im Griff. Zum einen, ich kann das, was wir jetzt haben, noch modular erweitern, wenn ich darauf Lust habe oder wenn ich das als erforderlich finde. Und ich habe auch über den Einkauf von Strom habe ich die Möglichkeit, einen Anbieter zu wählen, der mir zumindest auf dem Papier verspricht, dass er der Umwelt nicht weiter schadet als unbedingt notwendig, um den Strom zu erzeugen.
Wir haben es im Film ja auch gesehen und auf den Bildern haben Sie es gesehen. Die Photovoltaik ist so unfassbar ästhetisch integriert. Also es gibt ja wahnsinnig viele Aufdachanlagen mit diesen Gestellen obendrauf. Das sieht wirklich nicht gut aus. Es wird gemacht, kann sagen, es ist okay, aber es sieht nicht gut aus. Und hier sehen wir tatsächlich, dass die Photovoltaikanlage auch mit dem Übergang zur Fassade sich unfassbar ästhetisch in das Haus integriert. Und jetzt verraten wir ein Geheimnis. Das ist ja tatsächlich so als Designelement auch geplant worden. Ja, die PV-Fassade war ursprünglich nicht wirklich mitgeplant. Die Kapazität war berechnet aufs Dach. Und wir hatten dann eine längere Diskussion. Wie gehen wir an der Fassade weiter? Wir hatten ja die Raster vom Dach und wir wollten die irgendwie in die ins Hausdesign integrieren. Und der erste Vorschlag vom Architekten waren eben Designelemente aus Verbundwerkstoffen. Nach genauerem Draufschauen auf die Preisliste hat sich das erwiesen, dass die ähnlich viel kosten wie ein PV-Modul aus unserer Serie. Und dann war die Überlegung nicht weit, dass die einen hängen einfach dran und die anderen zahlen sich dann tatsächlich auch ab, wenn sie dranhängen. Und dann war der Weg nicht weit, einfach zu sagen, komm, lass uns PV weitermachen. Vorteil war auch noch, dass wir fürs Dach schon vorher ein Produkt ausgewählt hatten, das eine Zulassung als Fassadenanlage hat. Und damit war es dann klar, dass es so passieren würde. Sie haben ja die Architektur wirklich angepasst auf die Größe der Photovoltaikmodule. Ja, wir haben an der Stelle, wo die PV-Anlage integriert ist, das Haus auf das Raster von der PV-Anlage gebaut. Wir haben flächenintegrierte Fenster im Dach und wir haben das Küchenfenster haben wir so breit gemacht, wie drei Elemente von der PV-Anlage sind. Auf dem Kanal von E3DC, Sie wissen ja, da produzieren wir autark das E3DC-Magazin und dort haben wir zwei Filme, einmal die Langversion des Films über das Haus und über die Eigenenergieproduktion und wir haben eine Auswertung mit Dr. Piembrink. Da können Sie die ganzen energetischen Werte sehen, Sie können sehen, wie viel wird produziert, wie hoch ist die Eigennutzung, was lässt sich optimieren, das ist alles da drin. Die Links zu diesen Sendungen schreibe ich hier bei der YouTube-Beschreibung rein, deshalb machen wir jetzt nicht die ganzen technischen Parameter. Unterm Strich können wir sagen, es ist ein Riesenkasten, 270 Quadratmeter Wohnfläche. In Wirklichkeit noch ein bisschen mehr, aber nicht offiziell. Und zu 50% können Sie sich eigentlich selber versorgen. Aktuell zu 50% haben wir Autarkie. Wir arbeiten daran, dass wir ein bisschen besser werden. Zum einen durch Umgewöhnen der lieben Gewohnheiten. Manches wird sich nicht abstellen lassen. Und dann auch mit der Überlegung, dass wir nochmal auf dem Ostdach zubauen. Aus Berliner Sicht gesprochen, 270 Quadratmeter. Wir Berliner sind ja Mieter. Das sind ja drei Häuser, die da drin sind. Eigentlich haben sie auch einen dreifachen Verbrauch, nicht? Also man kann da ja nicht so, wenn sie das dann mit 50% selber versorgen, bei einer nicht allzu großen Photovoltaikanlage, haben wir auch ausgewertet, könnte noch mehr drauf, ist das eigentlich schon ganz gut, was da rausgekommen ist? Das ist recht angenehm als derjenige, der es dann auch am Ende des Tages zahlen muss. Wenn man es vergleicht mit einer fossilen Version, also wenn man davon ausginge, man würde es jetzt weiterhin mit Gas beheizen und man würde einen Verbrenner fahren und man würde einfach auch mit warmem Wasser entsprechend beheizen, dann zahlt man ungefähr das Dreifache von dem, was wir aktuell zahlen mit PV-Anlage und mit der Wärmepumpe. 270 Quadratmeter für vier Personen. Sollten Sie Wohnungssuchende oder wohnungssuchende Berlinerin sein, gehen Sie mal nach Bobingen zu Herrn Kammerer, vielleicht hat er noch Platz für Sie. Da kriegen wir noch viele Leute unter, Herr Kammerer, da kriegen wir noch viele Leute unter. Also die technischen Daten können Sie in den genannten Sendungen alle nachvollziehen. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, ja, so ein bisschen haben wir Ihnen das Objekt jetzt gezeigt. Wir kommen zu dem Punkt, der für mich eigentlich der spannendste und vielleicht auch der wichtigste Punkt der Sendung ist. Herr Kammerer, wie kann man denn als Laie so einen Prozess überhaupt in irgendeiner Form beherrschen? Da muss man doch selber fast ein Profi sein. Wie geht denn das? Man muss sich schlau machen. Aber ganz vorneweg braucht man jemanden, dem man vertraut als Architekten. Also das Verhältnis zwischen Bauherrn und Architekten muss passen. Und man muss selber eine Idee haben, wo man hin will. Also man darf sich nicht ein Konzept überstülpen lassen, sondern man muss einfach sagen, was ist meine Absprungbasis, was ist mein Ziel und man muss gucken, wie komme ich da hin, welche Elemente brauche ich dazu. Also was braucht es, wie groß muss es sein, welche Leistung brauche ich und in welcher Form möchte ich gerne mein Haus in späterer Zeit betreiben.
Jetzt wird's hochintellektuell schwierig. Es ist ja so, man hat eine bestimmte Vorstellung und ich habe immer wieder festgestellt, ich möchte dann mit einem Architekt oder irgendjemandem etwas diskutieren. Und ich habe diese konkrete, detaillierte Vorstellung. Und ich stelle immer wieder fest, ich kann das mit den Leuten gar nicht so detailliert diskutieren. Die wollen nicht oder sagen, nee, das geht nicht. Und dann habe ich einen Fachmann und denke, der soll das ja für mich machen. Ich muss dem ja auch irgendwie Spielräume lassen. Aber ich habe wirklich das Problem bei vielen anderen Themen, dass ich die Komplexität gar nicht mehr diskutieren kann, weil die Leute gar nicht die Zeit, die Ruhe haben und letztlich auch ihre eigene Vorstellung. Deshalb die komplizierte, hochintellektuelle Frage, wie kriege ich denn die Komplexität und die Detailliertheit, die ich besprechen will, dann mit einem Architekt oder mit entsprechenden Technikern überhaupt besprochen, weil da muss ich ja diese Sensibilität auf der anderen Seite haben. Ich brauche dazu auch die passenden Handwerker, das ist schon richtig. Die müssen es mir als Kunden, als Bauherrn vernünftig erklären können und die müssen sich vor allen Dingen auch auf einen anderen Einfluss einlassen als die Idee, die sie selber haben. Das ist eine Voraussetzung. Auf der anderen Seite muss ich als Bauherr einfach, was ich schon gesagt habe, wissen, was ich will. Und ich muss es auch den anderen vermitteln, dass ich das will und mir nichts aufdrücken lassen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und Sie müssen sich ja, Sie haben es ja jetzt so salopp gesagt, ja, man muss sich so ein bisschen einlesen und so ein bisschen auskennen. Aber gerade in der Haustechnik, in der Statik, in der Architektur, da sind ja so unglaublich viele Fachfragen und da muss man ja wirklich im Detail, und ich weiß aus anderen Sendungen und unseren Interviews, dass Sie diese Details haben. Wie haben Sie dieses Wissen denn konkret für sich akquiriert? Fragen, zuhören. Also im Gespräch mit Menschen, nicht Internet oder irgendwelche Volkshochschulkurse also oder so? Klar, man hat sich ein paar Impulse geholt. Also zum Beispiel die Art der Photovoltaikmodule, die habe ich mal aus dem Internet besorgt. Mhm. Und dann durch den Anruf bei der Firma in der Schweiz gab es dann eben den Kontakt zu Herrn Bauer in Ingolstadt. Mhm. Und dort bin ich dann wieder gut beraten worden, weil dort bin ich eben aufgelaufen und habe gesagt, ich plane eine Indachanlage. Ich habe mir dieses Produkt vorgestellt, weil da gibt es auch die passenden Fenster für. Und hilf mir weiter. Was brauche ich alles dazu? Was ist notwendig? Wann könnt ihr liefern? Was brauche ich sonst noch? Und wie verschaltet man es mit dem restlichen Haus? Und da bin ich einmal gut beraten worden. Der Elektriker, den wir sowieso schon an Bord hatten, hat sich dann auch gut darauf eingelassen, dieses Konkurrenzgewerk mit reinzulassen. Also manche sind ja dann etwas angepiekst, wenn sie hören, da ist nochmal ein guter Auftrag, den sie jetzt nicht bekommen haben, aber der war fein damit. Und dann auch der KNX-Programmierer musste sich auch wieder drauf einlassen. Also das Thema ist so ein bisschen reihum, auch der Heizungsbauer musste sich mit drauf einlassen, weil die Wärmepumpe musste natürlich dann auch KNX-steuerbar sein, weil ich ja prüfe, wie viel Strom hole ich gerade aus der E3DC raus und wie viel Strom habe ich übrig, was ich jetzt eigentlich ins Netz laden würde. Also heiz mal ein paar Grad höher auf die Pufferspeicher. Viele Menschen haben in der Welt der Informationen, die rumschwirren, Probleme, diese Informationen zu verifizieren. Also sie können im Internet recherchieren, sie kriegen unglaublich viele Informationen, Sucheinträge, meinetwegen Photovoltaik, Speicher oder Holz oder Gewerke oder Vorschläge und sonst irgendwas. Das prasselt ein. Dann kommt ein Fachmann und sagt, nee, pass mal auf, Wärmepumpe geht gar nicht. Wir machen eine Gastherme oder das kannst du niemals bezahlen oder irgendwas anderes. Also es strömen ja eine Vielzahl auf Informationen auf einen ein. Und sie haben ja teilweise auch wirklich, und das weiß ich aus unseren anderen Sendungen und in den Gesprächen mit vielen Häuslebauern und Häuslebauerinnen, dass ein Fachmann kommt und sagt, nee, geht nicht, muss so sein. Und da muss man ja für sich die Information verifizieren können, ob das, was ich an Informationen aufgenommen habe, auch wirklich stimmt und ich muss eine Einschätzung bekommen. Wie verifizieren Sie oder wie haben Sie diese Information verifiziert? Das war wieder der Vorteil mit dem Architekten, weil der von Haus aus schon in einem Segment arbeitet, das jetzt nicht so die normale Luftwärmepumpe und die Billiganlagen beinhaltet, sondern das ist schon ab einem gewissen gehobenen Niveau, wo dort gebaut wird. Und
ab dem Punkt haben Sie dann auch andere Auftragnehmer, andere Vertragspartner und Sie haben dann auch eine bessere Beratung bei den Handwerkern. Also es kam nie jemand an mit geht nicht, sondern bestenfalls kam mal die Aussage, ja, wird kompliziert, aber dann haben wir Lösungen gefunden, dank Architekt und dank den anderen Kollegen, dann, dass wir es vereinfachen. Also Sie haben sozusagen den Architekten als Lotsen durch den Dschungel der Informationen und Konzepte mitgenutzt. Ja. Zum einen den Architekten, zum anderen hatten wir auch einen guten Energieberater, der so ein paar Grundparameter eben auch berechnet hat. Was braucht man, wie groß muss was ausgelegt sein? Aber das war schon auch ziemlich dicht an dem, was auch die Handwerker von sich aus schon angeboten hatten. Aber dann haben Sie einen Ausnahmearchitekten gehabt, weil 95% aller Architekten würden wahrscheinlich so ein Kreuz hochhalten und zu Ihnen sagen, weiche von mir, Satan, lästig, viele Fragen, hat einen eigenen Kopf, weil jeder Architekt möchte doch sein Konzept durchsetzen. Eigentlich muss jeder Architekt Sie furchtbar finden. Das weiß ich nicht. Also wir verstehen uns immer noch sehr, sehr, wir verstehen uns immer noch sehr, sehr gut. Aber ich glaube das mal so, wie Sie das sagen. Es hat mich auch die ein oder andere Flasche sehr guten Weines gekostet, um dann wieder die Wogen zu glätten. Ja, aber er war bereit, darauf einzugehen. Er war sehr bereit, darauf einzugehen und ich glaube, er hat auch einen sehr, sehr guten Job gemacht an der Stelle. Gut, den muss man dann haben, der Architekt, der die Lotsenfunktion spielt und bereit ist, bei seinen Konzeptionen zurückzustehen. Was hat er denn bei Ihnen durchgesetzt, der Architekt, wo Sie gesagt haben, das möchte ich so haben, aber der Architekt hat mich dann überzeugt, so geht das nicht. Er hat mich vor einigen Gestaltungsirrwegen abgehalten, ja, dass man noch mehr Materialien zum Beispiel reinbringt. Wir hatten es vorher mit dem Thema, wie kriegt man Ruhe und so eine Ästhetik rein in die Räume. Von ihm kam klar so die Ansage, nimm ein Material für eine bestimmte Funktion oder eine Farbe für ein bestimmtes Material und eine Funktion. Das hat sich gut bewährt. Und so richtig viel hatte man eigentlich nicht ausgeredet. Also das Glückliche ist auch, dass der Architekt jemand ist, der auch auf einer ähnlichen Designwelle unterwegs ist, wie jetzt meine Frau und ich. Jetzt kommt die Frage, die Sie sich bestimmt auch schon lange gestellt haben. Ich frage Sie jetzt nicht, was das gekostet hat, sondern ich frage Sie, wie kann man denn bei einem solchen Projekt die Baukosten im Griff halten, ohne dass man total ruiniert rauskommt? Da brauchen Sie auch wieder einen guten Architekt, der Ihnen vorher schon sagen kann, was es ungefähr kosten wird. Also es gibt ja Möglichkeiten, dann bei Materialien Abstrichen zu machen oder bei Gestaltungen. Und wenn Sie einen wirklich guten Architekten haben, kann er Ihnen schon mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit sagen, was das Ganze kosten wird. Die Krux dabei ist, dass man natürlich euphorisch mit den ersten Planungen angeht. Dann stellt man fest, dass Architekten und alle auf dem Bau immer mit Nettopreisen arbeiten. Das heißt, aus der ersten Euphorie, oh, das ist aber billig, kommt dann, ist aber ganz nett teuer. Also da ist so die erste Hürde. Das hat man aber relativ schnell drauf, dass man ja brutto zahlen muss und nicht netto wie berechnet. Aber so im Großen und Ganzen, um das im Griff zu halten, man braucht einen guten Architekten, dem man vertraut. Und man muss dann auch, wenn es dann anfängt, aus dem Ruder zu laufen, muss man dann auch bereit sein, ein bisschen was dann wieder rauszustreichen aus der Liste der Wünsche. Das heißt, bevor der erste Stein umgedreht wurde, ist Ihr Bauprojekt schon 19% teurer als gedacht geworden. Ja. Ist ja gemein, dass ich jetzt auch schäbig darüber lache. Wie viel teurer sind Sie denn geworden als geplant? Ungefähr, also wenn man... 300%. Nein, wenn man die Sonderwünsche rausstreicht, die unterwegs kamen, sind wir ungefähr mit einer Preissteigerung von 5-10% davon gekommen. Da haben Sie aber gut gehaushaltet. Also das schafft ja kein Bauprojekt, schon gar keinen Berliner Flughafen. Ja, vielleicht hätten wir Sie einsetzen sollen. Auch die Prognosen waren, wie gesagt, halt sehr, sehr gut. Also es gab halt so ein paar Sonderwünsche, die halt on top kamen. Also große PV-Anlage versus kleine Hilfs-PV-Anlage zur Brennstoffzelle. Das hat natürlich nochmal einen ordentlichen Impact gegeben. Aber das darf ich nicht als Kostensteigerung an dem Sinn rechnen, sondern das ist einfach eine bewusste Entscheidung während des Bauprozesses als Bauherr. Ich will dieses Element jetzt anders gestaltet haben. Oder dass ich einfach sage, ich gehe her und nehme kein Ziegeldach, sondern ich nehme ein Metalldach. Natürlich ist ein Metalldach teurer, aber es ist auch langlebiger und es passt halt auch zu der PV-Anlage deutlich besser. Hm.
Es gibt ja immer so diese Preissteigerung beim Bau. Am schlimmsten ist es, habe ich mir gesagt, sagen lassen, wenn dann steht drin, abgerechnet wird nach Regiekosten oder irgendwie, da gibt es einen ganz bestimmten Begriff. Regiestunden und so weiter. Da ist die Steigerung sozusagen drin. Wie behält man denn sowas vertragsmäßig unter Kontrolle? Bei Ihnen stehen ja keine Festpreise wahrscheinlich drunter, oder? Also bei den meisten Gewerken standen Festpreise drunter. Allerdings gab es eben auch diese Position, dass bestimmte Dinge, die weder für einen Architekten noch für den Handwerker eben kalkulierbar waren. Und gerade beim Umbau ist es so, dass sie sehr viele Posten dann haben, die eben auf Regie abgerechnet werden müssen, weil sie nicht wissen, wenn sie eine Wand abbrechen, was kommt drunter oder drüber raus. Sie brauchen ausreichendes Budget oder einen ausreichenden Kostenpuffer, den sie vorneweg schon reinplanen. Also kann man denn als Laie, wissen Sie, jeder von uns unterschreibt ja Verträge. Haben Sie sich bei den Verträgen die Geschäftsbedingungen alle bis zum letzten Satz durchgelesen? Es gibt Bauverträge, die man gemeinschaftlich aushandelt. Unser Architekt hatte zum Beispiel ein fertiges Muster, das er so pauschal immer verwendet. Und das seinen Kunden, also den, für den er arbeitet, den Bauherrn, dann auch in eine relativ gute Position bringt. Und das habe ich mir mal durchgelesen und das war okay, was da drin stand. Und das haben wir dann eben pauschal verwendet. Aber Sie haben ja viele Zulieferer gehabt für irgendwelche Materialien, die auch gesagt haben, wir liefern nach den Konditionen. Sind Sie denn da sozusagen so dicht an den Verträgen dran geblieben oder hat das der Architekt dann letztlich gemacht? Der Architekt hat die Geschäftsanbahnung gemacht, hat auch darauf geachtet, dass entsprechend die Kriterien erfüllt wurden, wenn wir was ausgeschrieben haben, und hat dann auch so eine Bestpreisliste für uns erstellt. Also wir mussten nur sagen, ja, das passt, oder wir möchten das noch anders haben, verhandeln nochmal. Also das haben wir alles da dann beim Architekten abladen können. Also wir kommen immer wieder drauf raus. So ein Projekt läuft gut, wenn ich einen vernünftigen Architekten habe, und nicht nur vernünftig, sondern einen wirklich guten, weil der ist derjenige, der auf der Baustelle dann auch den Handwerkern sagt, wie, wann, wo und was. Und wenn Sie das als Bauherr selber machen wollen, dann kommen Sie in den Wald rein, weil Sie sind ja nicht vom Fach und die Handwerker erzählen ja notfalls die Geschichte vom toten Pferd. Wie lange war die Zeit von der Idee, Konzeption bis zum ersten Spatenstrich? Ungefähr anderthalb Jahre. Oh, Wahnsinn. Und die Planung ist ja nach dem ersten Spatenstich noch weitergegangen. Also wir haben ungefähr 2 Jahre Planungsphase drin. Wie lange hat der Umbau gedauert? Anderthalb Jahre ungefähr. 3 Jahre haben Sie investiert? Ja. 3 Jahre Ihres wertvollen Lebens. Während der Bauphase, wie stark mussten Sie da präsent sein? Sowas kann ja sofort in einen Fulltime-Job ausarten. Wir hatten das Glück oder das Pech, dass wir begonnen haben mit dem Umbau unmittelbar nachdem der Lockdown für Corona begonnen hatte. Das heißt, es war sowieso jeder zu Hause. Und mein Job lässt mir zu, dass ich auch aus dem Homeoffice arbeite. Und dann war halt nach Feierabend war so quasi ein täglicher Trip, um die Baufortschritte zu begutachten. Allerdings weniger, um das zu kontrollieren, sondern eher aus reiner Neugierde, aus Spaß an der Freude. Also wenn man einen guten Architekten hat, dann reicht's, wenn man so 1-2 Mal die Woche auf der Baustelle vorbeischaut und sich das anguckt. Wenn man interessiert ist, kann man auch häufiger rangehen. Aber normalerweise funktioniert das ganz gut, wenn der Architekt auch was taugt. In meinem Leben gibt es den bedauerlichen Umstand, dass ich permanent das Gefühl habe, ich fange irgendwelche Projekte an und dann erleide ich irgendwann so einen Kontrollverlust und bin irgendwann so, dass ich denke, oh, ich möchte jetzt durch, ich versuche das zu Ende zu kriegen. Haben Sie denn für sich bis zum Schluss, bis zur Fertigstellung den Eindruck gehabt, Sie haben das Projekt unter Kontrolle? Ja. Das ist eine klare Antwort. Ja. Woran machen Sie das fest? Weil die Termine weitgehend eingehalten wurden, wir nur noch auf eine Luxusbaustelle und nicht auf eine echte Baustelle umgezogen sind. Also Luxusbaustelle in der Form, es ist halt alles so weit gebaut worden oder so weit hergerichtet worden, dass es funktionstüchtig war und dass man auch vernünftig drin leben konnte. Also wir hatten warmes Wasser, wir hatten funktionierende Duschen, wir hatten eine funktionierende Belüftung, wir hatten eine funktionierende Elektrik, aber die Elektrik war halt noch nicht fertig programmiert im KNX. Wir hatten noch keine angeschlossene Badewanne. Wir hatten noch verschiedene andere Sachen nicht wirklich fertig und angeschlossen. Aber damit kann man leben. Wir hatten auch noch keine Terrasse, wie wir eingezogen sind. Aber
die Zufahrt war zumindest schon mal gepflastert. Also man musste nicht über den Dreck, wie man so schön sagt, einziehen, sondern man ist gesittet in das Haus eingezogen und die Böden waren fertig. Allerdings, wir haben halt für ein Vierteljahr, gutes Vierteljahr, haben wir noch in trauter Hausgemeinschaft mit unseren Handwerkern gelebt. Jetzt kommt der nächste Gefahrpunkt. Das eine ist ja so Preissteigerungen, die irgendwie so kommen. Und der andere Punkt ist, Sie haben das schon so ein bisschen angedeutet, während das ganze Projekt läuft und glaube ich auch während der Bauphase noch, ja, denkt man, ah, ich möchte das noch, das könnte man machen. Ja, so, also diese Umplanerei findet ja eigentlich auch irgendwo statt. Und meistens sind es ja noch Erweiterungen. Ich möchte da das noch haben, da das noch haben. In welchem Umfang ist das bei Ihnen eingetreten? In einem Umfang zum Glück, in dem es der Architekt noch im Budget weitgehend unterbringen konnte. Das Einzige, wo wir das Budget erweitern mussten, war die PV-Anlage. Alles andere haben wir weitgehend im geplanten Budget unterbringen können. Das ist ja so ein klassischer Zusatz gewesen, wo Sie gesagt haben, ach, jetzt möchte ich das noch haben oder so. Also ein Klassiker bei unserem Bau war die Renovierung oder der Neubau von der Küche. Und die war ursprünglich anders geplant. Und mir kam eben am Freitagabend vor dem Montag, an dem der Trockenbauer die Wände hätte einziehen sollen, kam die Idee, dass der Raum eigentlich so, wie er jetzt ist, besser aussähe. Also wenn er ein großer Raum ist als zwei kleine Räume. Und nachdem ich dann am Freitagabend mit einem Architekten telefoniert hatte, ja, da war er etwas aufgeregt dann. So, jetzt kommt die Frage aller Fragen, meine Damen und Herren. Ist das Haus denn so geworden, wie Sie es vorgestellt haben? Ja. Und ist das dann so auch gut geworden, dass Sie gesagt haben, das, was ich mir vorher vorgestellt habe, war richtig oder das würde ich jetzt ganz anders machen? Ich würde sagen, bei 95% der Dinge, die in dem Haus jetzt realisiert sind, war es richtig so und ist auch eine schöne Lösung geworden. Und bei 5% würde ich es heute anders entscheiden. Das muss ich als investigativer Journalist natürlich sofort nachfragen. Was würden Sie denn heute anders machen? Ich würde vermutlich gleich eine größere PV-Anlage draufbauen. Sehr vernünftig. Wird gleich hier belobt bei Leben mit der Energiewende TV. Und ich würde verschiedene Dinge, die sich rund um Design vom Haus drehen, nochmal anders angehen wollen. Aber, wäre das zum Beispiel? Ich würde gleich mit mehr Holz arbeiten im Inneren, das sichtbar ist. Und ich würde wahrscheinlich nochmal überdenken, wie gehe ich mit Bodenbelägen um. Aber das war es so im Großen und Ganzen auch. Das andere haben wir, denke ich mal, für unseren Bedarf ziemlich richtig gemacht. Wir haben ein Haus, das auch flexibel in der Nutzung ist. Sie lästern immer ein bisschen über die große Wohnfläche, aber de facto ist es ein Haus, das sich mit wenig Handgriffen von einem Handwerker in ein Zweifamilienhaus umwandeln kann. Oder ich kann auch, und dafür ist es eigentlich ausgelegt, ich kann entweder Generationenwohnen machen. Also wenn einer unserer Söhne irgendwann für sich feststellt, es wäre ganz cool, bei seinen alten Herrschaften noch mitzuwohnen und die Partnerin auch mit fein ist, dann haben die im ersten Stock ihren eigenen Bereich und die Alten wohnen halt unten. Achtung, liebe Kinder, euer Vater möchte sich in Zukunft pflegen lassen irgendwann von euch. Aufpassen, ne? Wenn das eintritt, dann kann die Wohnung aber auch von jemandem eben genutzt werden, der uns dann pflegt. Ja, ja. Das ist das eine. Sie haben gerade das Thema Bodenbelag besprochen. Was wäre das? Ein anderer Boden oder eine andere Farbe oder welche Dimension ist das? Eine andere Verteilung nochmal von den Belägen und nochmal eine andere Herangehensweise von der Mischung her. So, wenn Sie es bis jetzt hierher geschafft haben in der Sendung, dann kommt jetzt der Punkt, man sagt ja beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen immer Nutzwert für die Zuschauer. Was würden Sie denn den Bürgerinnen und Bürgern für einen Tipp geben, wenn man an ein solches Projekt rangeht, wie man da herangehen soll? Gibt es so ein paar Punkte, wo Sie sagen, das muss auf alle Fälle beachtet werden, darauf müsst ihr genau achten, ansonsten fallt ihr rein? Also wichtig, ganz zuvorderst ist, wenn ich so ein Haus habe und ich möchte es umbauen, muss ich einfach rechnen, was will ich mir leisten? Also was ist mein Budget, mit dem ich umgehen kann? Auch gucken, was kriege ich von der Bank eventuell, also was habe ich auf der hohen Kante, was kann ich mir insgesamt leisten mit Kreditaufnahme. Und wenn ich diesen Maximalwert habe, muss ich sicherstellen, dass ich nochmal 15-20% etwa draufsatteln kann.
wenn irgendwas aus dem Ruder laufen sollte. Und wichtig ist vor allen Dingen auch von den Wünschen, die ich habe, die dürfen auch das Budget bei einem Umbau nicht ausreizen, weil ich immer für Unvorhergesehenes noch einen Puffer haben muss. Ein guter Architekt macht das aber sowieso, weil das ist der zweite Rat, den ich habe. Man suche sich einen wirklich guten Architekten, dem ich vertrauen kann. Und mit dem verbandle ich mich für die nächsten 2,5 Jahre ungefähr. So lang dauert Planung und Umsetzung bei so einem Projekt. Und deswegen muss die Chemie stimmen. Also wenn ich schon vorneweg sage, dieser Mensch ist mir unsympathisch und ich will vor ihm nicht die Hosen runterlassen, dann nicht diesen Architekten nehmen. Und natürlich muss man auch rausfinden, was ist der richtige Architekt für einen. Ich gebe immer den Leuten, wenn sie mich fragen, den Tipp, guckt euch an, ob dieser betreffende Architekt eine Homepage hat. Wenn ja, dann guckt da drauf, ob ihr mit diesem Baustil klarkommt, den er hat. Und wenn ihr mit dem Baustil nicht klarkommt, dann lasst es mit dem sein, weil er wird sich für euch nicht ändern. Wenn der Architekt vielleicht gar keine Homepage hat, ist er möglicherweise nicht mehr in der Altersklasse, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, weil er dann halt schon ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Und wenn mir der Baustil gefällt, dann muss ich mal halt wirklich angucken, wie tickt dieser Mensch und komme ich mit dem für die nächsten 2,5 Jahre klar. Also es ist quasi eine sehr innige Beziehung. Ich lasse als Bauherr ziemlich weit die Hosen runter, weil der Architekt erfährt sehr viel über meine Vorlieben, über meine Probleme, über bestimmte Anforderungen, die ich habe, vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen. Und er versteht natürlich auch sehr schnell, wie viel habe ich tatsächlich in der Kasse. Also wenn ich irgendwelche Projekte mache, ich baue jetzt keine Häuser, aber ich fange auch irgendwelche Projekte an, dann gehe ich da ambitioniert ran und irgendwann komme ich in diesen Moment, da überfordert mich das, dann komme ich in die Verzweiflung, dann denke ich, oh, hätte ich das alles bloß gar nicht gemacht, aber jetzt Augen zu und durch. Wie ist das bei Ihnen gewesen? Haben Sie manchmal das Gefühl des Kontrollverlustes gehabt oder habe das Gefühl gehabt, oh, jetzt muss ich Augen zu und durch und was weiß ich. Also gab es sozusagen Phasen der Verzweiflung oder der Depression oder der Erschöpfung? Bei Ihnen wahrscheinlich nicht, weil Sie so ein geplanter Mann sind, ne? Also das gab es nicht. Es gab bei uns so ein bisschen die Torschlusspanik für 2020. Wir haben in 2020 den Bau begonnen und hatten als erstes Planungsdatum tatsächlich blauäugig den Dezember 2020 erwartet. Und damals, wir erinnern uns, gab es auch noch eine Absenkung von der Mehrwertsteuer und die wollten wir natürlich für das Haus noch weitgehend mitnehmen. Es gilt halt immer die Endrechnung, die Abschlussrechnung und das war so der einzige Punkt, wo wir wirklich mal ein bisschen Stress gemacht haben, auch bei den Gewerken, dass die halt möglichst schnell fertig werden. Aber es hat sich halt dann doch mit vielen Gewerken noch bis nach 2021 reingezogen. Wie viel Zeitverzögerung haben Sie gekriegt? Das ist ja das, was man alles hört. Ich rede ja nicht nur vom Berliner Flughafen, aber bei Bauprojekten hört man ja nichts anderes, als dass es Verzögerungen gibt. Gab es da bei Ihnen Verzögerungen? Ja. Für die Hälfte der Verzögerung ist der Bauherr verantwortlich, weil, also Sie. Ja. weil er sich nicht entscheiden konnte, was kommt für eine Beleuchtung an die Decke. Das ist aber bei der Bauweise, die wir hatten, maßgeblich, weil die Decke musste, oder vielmehr die Beleuchtung musste erst feststehen, damit ich wusste, wo sind die Stromauslässe und wo sind die Befestigungspunkte, weil es ist ja eine Schallschutzdecke in dem großen Luftraum drin. Und bevor nicht festgestanden hatte, wo sitzt welche Beleuchtung, konnte ich den Rest nicht fertig bauen und solange war auch kein Boden fertigzustellen. Und als wir uns dann für ein Produkt entschieden hatten, haben wir festgestellt, das ist gerade in Spanien neu auf den Markt gekommen und hat jetzt auch gewisse Lieferzeiten und dank Corona sind die noch länger, standen halt die ersten 3 Monate dann im Buch und dann gab es halt nochmal 3 Monate Verzögerung. Also insgesamt gab es ein halbes Jahr Verzögerung. Okay. Das war aber überschaubar. Hätte Ihrer Mutter das neue Haus gefallen? Das weiß ich nicht. Ich schätze mal nein. Warum? Weil es zu modern ist. Ne? Ja. Sie sind ja sehr designlike daran gegangen. Ja. Also das alte Haus, man saß ja auf den Fotos von vorher, nachher, war eher so der Stil schwäbisches Landhaus und wir haben jetzt halt das schwäbische Landhaus etwas sehr modern und futuristisch neu interpretiert. Sie haben ja gesagt, dass Sie mit Ihrer Frau da sehr d'accord waren. Haben Ihre Kinder was mitzubestimmen gehabt? Nein, so wie Sie gesagt haben, Herr Drake, nein. Also das ist schon ganz klar. Konnten die sagen, ich will das so nicht? Oder
hätten sie sagen können. Aber auch die haben wir inzwischen schon entsprechend ordentlich an die Kultur. Die waren auch schon ein bisschen größer, muss man dazu sagen. Die waren schon ein bisschen größer. Oder? Also die waren schon im Alter von 18, 19, wie wir das Projekt angefangen haben. Natürlich sind sie beteiligt worden für ihre Räume. Also wie werden die? Und es gab dann auch die Diskussionen um farbliche Gestaltung. Mhm. Aber wenn sie auch noch Zwillingssöhne haben, dann ist es klar, dass die Zimmer mehr oder weniger identisch werden, weil sie können nicht dem einen was hinstellen, was der andere nicht hat. Das funktioniert auch im fortgeschrittenen Alter nicht wirklich gut. Faktisch war es ja jetzt ein Neubau. Trotzdem gab es durch die Grundmauern praktisch Vorgaben. Ja. Sind Sie mal in den Punkt gekommen, wo Sie gesagt hätten, oh, das konnte ich jetzt nicht realisieren, weil die Mauern standen da so, oder hat Ihnen das letztlich keine Beschränkungen auferlegt? Es hat an der Stelle Beschränkungen auferlegt, dass wir das Treppenhaus erhalten haben. Und damit waren schon ein paar Fixpunkte für die Geschossbildung und für die Planung reingezogen. Würde man neu bauen, würde man ein anderes Treppenhaus bauen. Der Architekt hat es aber gut aufgefangen aus unserer Sicht. Wir haben jetzt eine recht schöne Trennung zwischen einem öffentlichen Bereich im Erdgeschoss, wo man halt wohnt, isst, zusammensitzt und wo man auch Videos gucken kann oder Filme anschauen kann. Und dem ersten Stock, wo dann die privaten Bereiche sind, einmal der Jugendbereich und einmal dann der Elternbereich. Und das ist so der einzige Punkt. Alles andere war eigentlich ganz gut, und der Vorteil durch die Verwendung vom alten Haus und den Statusumbau konnte man halt viele Dinge, die fürs alte Haus schon genehmigt waren, auch gleich wieder mit übernehmen und musste nicht neu beantragen. Zum Schluss der Sendung kommen wir in die Kategorie freche Fragen, freche, respektlose Fragen. Sind Sie denn jetzt in Ihrem Haus glücklich? Ja. Aber das ist nicht respektlos, die Frage. Oder hätten Sie, man sieht sich ja in so einem Haus erstmal, man sieht ja so eine Planung, man hat sowas im Kopf, ja, ja. Und denkt, ah, ich möchte da so sein, man hat ja diese Vision, die haben Sie ja gehabt. Wenn das dann tatsächlich eingetreten ist, hat sich Ihre Vision so realisiert, wie Sie sich das vorgestellt haben? Oder gab es einen Punkt, wo Sie sagten, ah ja, ich muss das jetzt mal so nehmen, wie es geworden ist? Nee. Also der Effekt ist nicht eingetreten bei uns oder bei mir. Einfach auch deswegen, weil ich durch die Renderings, also durch die Visualisierung von dem Gebäude vorab in digitaler Form, schon sehr genau wusste, wie wird's. Also es gab nichts Überraschendes. Wir haben auch in dieses digitale Modell die Möbel reingestellt, die wir heute haben, einfach um auszuprobieren, welche brauchen wir und welche können wir vom Bestand aus der Wohnung mit übernehmen. Das heißt, es gab nichts Überraschendes. Also es ist jetzt nicht so, wie man manchmal das sieht bei Bauherren, die in ihr neues Haus kommen und dann überrascht sind, wie es dann wirkt. Sondern zum einen, ich wusste vorher schon auf digitale Weise, was wird mich erwarten. Und zum anderen, dadurch, dass ich fast jeden Tag auf der Baustelle war, habe ich es ja auch wachsen sehen. Also es gab nichts, was überrascht hat. Fühlen Sie sich denn so jetzt wirklich konkret, wie Sie sich in Ihrer Vision fürs Haus gefühlt haben? Und wie sah diese, was ist das für eine Vision gewesen? Es ist ein sehr angenehmes und entspanntes Leben in einem durchaus geräumigen Haus für uns vier. Und das Haus funktioniert auch sehr gut, so wie es auch von uns gewünscht war und wie es der Architekt auch geplant hat. Wir haben verschiedene Zonen, die sich auch auf die Außenanlagen beziehen, also auf der Terrasse und auf der Treppe. Wir haben ja diese versetzten Terrassen am vorderen Teil. Und wenn man Gäste hat, dann ist das wunderbar für Grüppchenbildung, weil durch die großen Betonblöcke an der Treppe hat man halt so Sitzplätze, man hat an der Bar hat man einen Sitzplatz, man hat im Wohnzimmer einen Sitzplatz und einige bleiben halt auch am Tisch sitzen. Und wenn man auch eine größere Gruppe ist, es verläuft sich ein bisschen, aber man hat immer die Kommunikation, man ist nicht weg von den anderen. Also das funktioniert gut. Und was für uns als Familie wichtig ist, ist das abendliche Abendessen. Das ist auch ein Thema mit dem Stromverbrauch, weil wir kochen halt abends, weil wir da Ruhe haben. Und deswegen ist bei uns auch der Esstisch am prominentesten Platz, eigentlich am schönsten Platz im Haus. Und das ist für uns so die wichtigste Stunde am Abend, wo wir halt als Familie zusammensitzen, sprechen können, miteinander interagieren können, kommunizieren können. Und das funktioniert wunderbar.
Wollte ich gerade fragen. Der zentrale Punkt ist wahrscheinlich der große Tisch, der in der Wohnung steht. Ja. Da wird am meisten Zeit verbracht, wie überall. Genau, so ist es geplant und so ist es auch geworden. Und das ist auch der angenehmste Platz in dem Haus. Ja. Nun ist das ja wirklich so, ich habe es ja gesagt, so wie bei Schöner Wohnen, sieht es ja genauso aus. Als wir da waren, war natürlich auch alles aufgeräumt, klar. Ist immer bei uns. Ist immer, wollte ich gerade sagen, die Architektur gibt doch auch sozusagen ein bestimmtes Bewohnen vor. Also ich habe ja auch eine ganz schöne Wohnung, zeige ich Ihnen nachher noch. Aber wenn dann irgendwie so Unordnung dazu kommt, dann ist das alles irgendwie ganz furchtbar. Also so eine diese durchdesignte Wohnung oder Haus wie Sie setzt natürlich voraus, dass man auch in einer bestimmten Art und Weise in diesen Räumen lebt. So Krempel hinwerfen ist da ja eigentlich nicht, ne? Aha. Also zum einen ist es viel Platz, das heißt, wenn Sie nur einen Drum, irgendwo hinwerfen, dann ist das nicht ganz so dramatisch, nein. Also meine Frau und ich, wir haben uns von Haus aus angewöhnt, dass wir halt das, was wir in der Hand haben, auch dahin wieder zurücktragen, wo es hingehört. Es gibt ab und zu mal ein Thema mit irgendwelchen Briefverkehr oder Schriftverkehr, der sich an einer bestimmten Stelle stapelt, nämlich dort, wo man in den großen Raum reinkommt, dann liegt er da auf der Seite, kriegt man aber relativ schnell aufgeräumt, es ist dann irgendwo im Schrank drin. Und die Jugend muss halt für ihr Zimmer selber dann sorgen und da guckt man dann besser offiziell nur nach Anmeldung rein, das ist schon klar. Jetzt ist das Haus fertig, alle Planung ist vorbei, der Umbau ist vorbei. Was machen Sie denn jetzt mit der ganzen freien Zeit, die Sie haben? Programme schreiben. Das nächste Haus sanieren wahrscheinlich, oder? Haben Sie noch mal Lust, sowas zu machen, oder denken Sie, oh, Gott sei Dank, ist jetzt vorbei? Also, es macht Spaß, sowas zu tun. Ich bin auch in verschiedenen Foren unterwegs, um zu diskutieren und meine Erfahrungen zu teilen. Ob ich es jetzt noch mal in der Intensität zeitnah haben müsste, weiß ich nicht. Und was die Zukunft bringt, weiß ich auch nicht. Ob uns das Haus vielleicht irgendwann, wenn die Kinder ausgezogen sind, dann doch zu groß wird oder ich weiß es nicht. Aber zunächst mal ist geplant, dass wir in dem Haus alt werden. So ist es auch designt und dass wir uns da drin auch auf Dauer wohlfühlen können. Das wollte ich gerade noch fragen. Eigentlich können Sie ja für sich das Gefühl haben, wow, ich habe mein Haus bestellt, ich habe es gemacht, hier bleibe ich für den Rest meines Lebens. Das ist der Plan. Super. Letzter Punkt. Einen Mangel hat das Haus. Sie haben keine Siebträger-Espressomaschine drin. Sie haben ja gesehen, wie gut bei uns der Kaffee schmeckt. Ne? Sie haben ja reichlich Cappuccino heute am Drehtag hier. Soll ich jetzt Werbung für Schweizer Vollautomaten machen? Ja, nee, nix Vollautomat. Ja. Also das ist wirklich, das muss ich ja mal reklamieren, da ist so ein Vollautomat drin. Also die Siebträger-Espressomaschine, die fehlt Ihnen, glaube ich, noch. Das müssten Sie als Ästhet eigentlich haben wollen, sowas. Das weiß ich nicht. Es ist natürlich auch sehr angenehm, einfach nur eine Taste zu drücken. Da kommt dann wieder der ITler raus. Das Technik, das Haus hat wieder viel zu viel Technik. Das war jetzt auch die einzige Frage, bei der er ins Schwimmen gekommen ist. Vielen Dank, Herr Kamera, dass Sie gekommen sind. Danke auch mal, dass Sie uns reingelassen haben als Kamerateam, dass Sie den Raum uns gezeigt haben, dass Sie sich die Zeit genommen haben, überhaupt uns das alles zu erläutern. Sie sind auch nach Berlin gekommen. Sie haben sich die Reisezeit, den Tag ans Bein gebunden. Und es ist einfach total wichtig, dass wir solche Erfahrungen irgendwie austauschen. Warum sind Sie eigentlich so offen? Und warum haben Sie das gemacht? Gute Frage, weil es mir Spaß macht. Das ist eine gute Antwort und sollten Sie sich an ein solches Projekt heranwagen wollen? Ich habe die Handynummer von Herrn Kamera. Das war Leben mit der Energiewende TV. Vielen Dank fürs Zuschauen.